Die Zeit zwischen Wintersemesterende und Sommersemesterbeginn wird als Ferienzeit für Studierende bezeichnet. Nur zum Entspannen und Ferien machen bleibt oft nicht viel Zeit übrig. Abgabefristen von Seminararbeiten rücken beängstigend schnell näher, ebenso die noch zu bestehenden Prüfungstermine. Dazu kommen die Besuche zu Hause bei Eltern, Familie und Freunden. Das trifft auch für die Gestalterinnen und Gestalter von Uniwin Broadcast zu. Deshalb haben wir in dieser Sendung nur einen Schwerpunkt. Im Jänner war es 50 Jahre her, dass die Wiener Schnellbahn eröffnet wurde. Wiener Bezirksmuseen, durch deren Bezirke die Schnellbahn fährt, organisierten eine Gemeinschaftsausstellung und einige Studierende verknüpften eine Lehrveranstaltung zum Thema Interviewführung mit dem Schnellbahnjubiläum. Wir beginnen unseren Rundgang teilnehmenden Bezirksmuseen im 2. Bezirk, im Bezirksmuseum Leopoldstadt, bei der festlichen Eröffnung. 50 Jahre Wiener Schnellbahn, eine Ausstellung, die auf 8 Standorte verteilt ist. 8 Bezirksmuseen machen mit, von Floridsdorf bis Liesing. Wien ist die einzige Stadt, die Bezirksmuseen hat und sich auch das Gott sei Dank leistet, Bezirksgeschichte aufzuarbeiten und tiefer in die Bezirksgeschichte einzutauchen. Weiters möchte ich ganz herzlich begrüßen Herrn Dr. Otto Möhr. Und natürlich auch die Studenten, die sie mitgebracht haben und die diese Veranstaltung filmisch festhalten. Die treibenden Kräfte dieser Ausstellung, 50 Jahre Wiener Schnellbahn, wie gesagt, über 8 Bezirksmuseen geht, möchte ich hier auch einmal erwähnen und mich herzlich bedanken und Danke sagen für die gute Zusammenarbeit und dass alles so toll geklappt hat und die haben sich reingekniet bis ins Letzte, muss ich wirklich sagen. Und der Produktionsstandort Floridsdorf, den Betriebsleiter, Herrn Ingenieur Alfred Klein-Wiesenberg. Den Kollegen Wolfgang Kaiser, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich glaube, er hat heute leider Nachtdienst, aber in Vertretung Wolfgang Kaiser und den Herrn Herbert Harrer. 50 Jahre Wiener Schnellbahn. Das ist eine lange Zeit, in der Zeit ist viel passiert und es gibt ja durch die Bezirksmuseen geradezu einen Festzug, wo die Innovationen dieser 50 Jahre deutlich und klar zum Ausdruck kommen. Die Wiener Schnellbahn, wissen wir, wurde von Beginn an begeistert von den Menschen angenommen. Freilich gibt es bei so großen Projekten zu Beginn da und dort Widerstand, aber letztlich hat sich das neue, moderne Verkehrssystem in der Stadt ganz klar durchgesetzt und wurde letztlich zur Erfolgsgeschichte. Und wenn wir wissen, dass heute täglich rund 600 Züge über die Stammstrecke fahren, die Züge weit hinaus in das Umland durchgebunden sind, zum Beispiel von Peierbach-Reichenau bis nach Retz und in andere Relationen, so bietet die Schnellbahn mit ihrer Erweiterung hinaus in das Umland ein sehr gutes und attraktives Verkehrsangebot für die Menschen. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren auch noch einiges in der Weiterentwicklung passieren, wo heute die Wiener Stammstrecke auf der Schnellbahn von 3 Zentralstellwerken aus gesteuert wird, so erfolgt es ab circa Jahresmitte von einer Leitstelle aus. Wo früher die Züge, die Signale eben mittels Hebelknacken mechanisch gestellt wurden, passiert das heute computergesteuert, hochgradig automatisiert, zuverlässig. Das bringt auch neue Anforderungen für die Mitarbeiter, die sich darauf einstellen. Und mit diesen neuen Systemen auch für die Zukunft den Zugverkehr auf der Wiener Schnellbahn sicher, zuverlässig abwickeln. Alles Gute für die Zukunft. Wenn wir von der Geschichte schon reden, es ist in diesem Zusammenhang mit dieser Idee 50 Jahre Wiener Schnellbahn, mit dieser Ausstellung, die ja seit 2 Jahren in Arbeit ist, muss ich ja dazu sagen, weil wir das alle ehrenamtlich machen in unserer Freizeit, ein Film entstanden. Ganz spontan ist die Idee gekommen, das wäre ein Thema, das könnten wir machen. Ein Film entstanden von jungen Studenten, geleitet vom Herrn Dr. Otto Mörth.
Er hat es auch geschnitten. Dieser Film ist einmal einzigartig. Es erzählen Zeitzeugen, es erzählen Fahrgäste. Es sind tolle Schnitte dabei, es sind tolle Standorte dabei. Diesen Film gibt es ab heute in den Bezirksmuseen zu erwerben. Schaut recht ansprechend aus, dieses Cover. Wie kam es dazu? Wir haben ein anderes Projekt an der Universität Wien durchgeführt. Da ging es um einen Wien-Film. Um einen Wien-Film. Wir wollten einen Film, den es bereits gab, Berlin-Symphonie der Großstadt, Walter Luthmann, vielleicht kennen die eine oder der andere, nachbauen. Und in dem Zusammenhang sind wir nach Floridsdorf gekommen und haben den Herrn Ingenieur Klein-Wiesenberg kennengelernt. Und der hat dieses Projekt so toll gefunden, dass er gesagt hat, es muss irgendwie eine Fortsetzung haben, ob wir denn wüssten, dass die Schnellbahn 50 wird in einem Jahr. Und er hat gesagt, ja, interessiert uns, machen wir. Und es war unklar, in welcher Form. Jetzt gibt es ihn, er ist 72 Minuten lang geworden. Er ist angeblich kurzweilig, aber ich möchte nicht vorgreifen, überzeugen Sie sich doch am besten selbst. Herzlichen Dank. Sie sehen den Film bei uns läuft im Museum. Sie können sogar in Talent sitzen, davor Platz nehmen und ganz gemütlich eine Reise über die Wiener Schnellbahn machen, auch in der Historie. Aber wir haben auch einen profunden Kenner der Materie. Ich darf den Herrn Gemeinderat Charlie Horer zu uns bitten und ein paar Worte über die Schnellbahn bitte verlieren. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren. Wie ich heute hergekommen bin, wusste ich nicht, dass ich reden muss, aber der Herr Bezirksvorsteher hat gesagt, wenn Sie einer über Schnellbahn auskennt, dann bist das du, weil ich immer wieder diese Diskussionen auch anfange zu machen, also weil die Schnellbahn, der 17. Jänner 62 war ja der Ausgangspunkt, dass am Prater Stern einige tausend Menschen gestanden sind, um also die Eröffnung vorzunehmen der Schnellbahn, was damals ja nicht so eine einheitliche Meinung bei Politikern war. Wenn man das in die Geschichtsbücher reinschaut, dann ist die Schnellbahn ja 8 Jahre vorher so nach dem Motto entstanden, was machen wir mit den Leuten in Floridsdorf wohnen und in Favoriten arbeiten. Lassen wir es mit der Straßenbahn fahren, das dauert zu lange. Und da ist diese Idee, politische Idee geboren worden, die wie bei uns in Wien immer alles ist. Wenn einmal eine Idee geboren wird, dauert es etwas länger, bis das also alle da mitziehen. Und in Wirklichkeit war natürlich das im Jahre 62 eine Erfolgsgeschichte. Wir werden, wenn die Entwicklung in der Stadt so weitergeht, im Jahre 2030, 2040 2 Millionen Menschen haben. Und da wird es notwendig sein, dass diese auch zur Arbeit, Freizeit und sonstig transportiert werden durch die Stadt. Und da ist es natürlich eine Sache, die wir heute entscheiden müssen und nicht erst dann, wenn es soweit ist, weil eine Schnellbahn baut sich nicht so schnell. Wie wir aus der Geschichte gehört haben, 8 Jahre hat es gedauert, bis dass die Schnellbahn von der ersten Idee in die Verwirklichung gekommen ist in der Stammstrecke. Das heißt, ich habe natürlich auch noch Visionen, die wir dann jetzt dann einmal beschließen müssen und versuchen auch umzusetzen. In diesem Sinne kann ich der Schnellbahn zum 50. Geburtstag, und 50 ist noch nicht alt, also wissen wir ja selber, zum 50. Geburtstag recht herzlich gratulieren. In diesem Sinne wirklich ein Danke an das Bezirksmuseum, dass es dieses Thema oder an die Bezirksmuseen dieses Thema aufgegriffen hat. Es ist ein Thema, wo wir in Wien alle immer gerne mitreden. Wir haben ja 1,7 Millionen Verkehrsstadträte. Also wir können alle mitreden bei diesem Thema und können dieses Thema natürlich auch für die Zukunft insofern gebrauchen, dass ein wichtiger Teil ist, wie unsere Mobilität in Zukunft ausschaut. Wenn wir jetzt es dann noch schaffen, dass man diese 40-20er-Garnituren, das sind die blauen, die jetzt waren, die 40-30er sind eh schon ausgeschieden, dann vielleicht noch in das eine oder andere moderne Fahrzeug umwandeln können, wobei die Stockwagen sind schon modern, aber vielleicht auf der Stammstrecke ein paar mehr modernere Fahrzeuge unterbringen. Der Herr Klein-Wiesberg schaut schon. Ja. Er muss sich technisch dann wieder umstellen, wenn er neue Garnitur bekommt. Wenn wir das noch schaffen, dann wird es sicher das Rückgrat für eine Region sein, die eben gerüstet ist für die Zukunft. In diesem Sinne noch einmal danke an alle Beteiligten. Danke, dass Sie das Thema so interessant nehmen. Die Politik wird dranbleiben, Mobilität in dieser Stadt weiter auszubauen. Dankeschön. Ich möchte Sie mal herzlich begrüßen, möchte mich
den Danksagungen der diversen Personen und Einrichtungen, die mitgewirkt haben, um diese 50 Jahre Schnellbahn auf die Beine zu stellen und diese Ausstellungen auf die Beine zu stellen, natürlich anschließen. In Verbindung auch mit den U-Bahn-Linien, sollte nicht gerade irgendwo Kupferdraht gestohlen werden, die kommt ja auch sehr pünktlich, denke ich doch, so wie es der Gemeinderat gesagt hat, dass wir eine gute Verbindung haben, die aber natürlich immer noch auch ausgebaut werden kann. Ich möchte aber ganz zum Schluss und das aber dafür besonders herzlich mich bedanken bei Franzi Haas und bei seinen Mitarbeitern. Es ist ja nicht die erste Ausstellung, die hier im Bezirksmuseum präsentiert wird. Und bei jeder Ausstellung merkt man, es ist jetzt nicht nur, weil es halt zufällig 50er Schnellbahn ist, macht man es halt, sondern es wird wirklich mit Herz gemacht, mit Liebe gemacht, mit viel Engagement gemacht. So viel Engagement, wie auch offensichtlich die Bediensteten der ÖBB in Summe haben zu ihrer Eisenbahn oder zu ihrer Schnellbahn, weil ich denke, es ist schon auch ein Zeichen, wenn so viele, die auch beruflich tätig sind in diesem Bereich, dann auch privat zu Veranstaltungen, zu Ausstellungen kommen, dass es eine sehr hohe Verbundenheit gibt mit diesem Beruf, die es wahrscheinlich in anderen Berufen gar nicht so stark gibt. Ich kann mich wirklich nur sehr herzlich bedanken bei dir, stellvertretend für alle deine Mitarbeiter, die vielen, vielen Geister, die herumlaufen, haben sie ja gesehen und natürlich auch bei der SPZ Holzhausergasse, die fürs Buffet sorgt. Und somit möchte ich auch zum Punkt kommen. Die Ausstellung ist eröffnet und damit auch das Buffet. Dankeschön. Welche Funktion haben Sie jetzt bei der S-Bahn bekleidet und was war so faszinierend für Sie daran? Naja, es war insofern interessant, weil es ein neues Metier war und von Haus aus, wir waren von Haus aus auf der Schnellbahn. Das heißt, ich war zum Beispiel ein Jungspund, mehr oder weniger, 25 Jahre, 26 Jahr und du hast normal hast noch nicht am Plan rechnen können, dass du planmäßig fährst. Ne? Und ich bin aber von Haus aus im Plan gefahren und das war natürlich fantastisch und man hat dann einen Überblick gehabt und so weiter. Ne? Und das ist eine einmalige Sache gewesen. Ne? Ja. Und welche Funktion haben Sie dann bei der Schnellbahn gehabt oder welchen Beruf haben Sie ausgeübt in dem Bereich? Ich war Lokführer. Beim Fahren, also Ding, als Lokführer bin ich gefahren und dann war ich Maschinenmeister, aber das ist erst die letzten 10 Jahre gewesen. Ne? Und bis dahin war ich gleich Lokführer und ein paar. Schön. Ja, wenn ich kennt, dann tät es wieder. Ja, im Lehrplan ist es vorgesehen, dass die dritten Klassen Volksschule ihren Bezirk kennenlernen, beim Bezirksvorsteher vorbeischauen und natürlich auch ins Bezirksmuseum kommen. Es kommen sehr viele dritten Volksschulklassen zu uns, aber auch in späterer Folge haben wir dann mit jungen Menschen öfters zu tun, und zwar mit Studenten, die bei Diplomarbeiten sitzen, die Dissertationen schreiben über spezielle Themen, kommen zu uns, wir öffnen die Archive und diese Studenten können bei uns im Archiv wühlen und Informationen sammeln. Da sind wir gerne bereit, Ihnen zu helfen. Und wie viele Studenten kommen da im Schnitt? Was wollen die wissen? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Monate, da kommt niemand, dann gibt es Monate, da kommen 6, 7 Studenten. Je nachdem, über welches Thema die Diplomarbeit oder die Dissertation oder diese Sachen gehen, wollen sie wissen, zum Beispiel Weltausstellung, Bau der Rotunde, über den Prater, über Bezirksgeschichte, über die Brückengeschichte, also jüdische Geschichte. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, natürlich auch Theatergeschichte, weil Bezirksgeschichte ist ein breites Spektrum. In der ersten Hälfte vom Vorjahr, im Frühjahr 2011, hat ein Arbeitskollege von mir einen Bekannten von ihm mich vorgestellt. Das war der Bekannte, war der Herr Dr. Mörth, und der war eben interessiert an einer Nachstellung eines Films aus dem vergangenen Jahrhundert. Und ich als zuständiger Betriebsmanager vom Bahnhof Wien-Praterstern und Bahnhof Floridsdorf und bin für sowas sehr offen. Und im Zuge von unserem ersten Treffen am Bahnsteig habe ich den
Herrn Mokesch und den Herrn Mörth ein bisschen was erzählt von meinem Bahnhof, beziehungsweise habe ich ihnen die Möglichkeit geboten, uns ein bisschen auf einer Schnellbahn sich zu bewegen, ein bisschen was über die Geschichte, beziehungsweise auch habe ich ihm dann in späterer Folge den Herrn Ingenieur Klein-Wiesenberg vorgestellt. Der Herr Klein-Wiesenberg ist zuständig für den Produktionsstandort Wien-Floridsdorf. Und im Zuge von diesem Kontakt mit Herrn Dr. Mörth und mit Herrn Wiesenberg hat sich dann ein wunderbarer Film ergeben. Das war eigentlich der ganze Kontakt, was ich. Ich habe einfach den Kontakt hergestellt zwischen Herrn Mörth und Herrn Klein-Wiesenberg. Und es hat sich, glaube ich, recht fruchtbar herausgestellt. Haben Sie den Film schon gesehen? Ich war gerade dabei. Ich war gerade dabei, dass ich mir das erste Mal anschaue. Ne? Wie ist es zustande gekommen, dass Studenten diesen Film drehen? Also man muss erzählen, die Vorgeschichte war, dass wir ein völlig anderes Filmprojekt gedreht haben. Da ging es um die Darstellung einer Großstadt. Wien, Symphonie der Großstadt ist das Projekt, frei nach Walter Ruttmann. Und im Rahmen dieser Dreharbeiten sind wir nach Floridsdorf gekommen. Und in Floridsdorf gab es den Herrn Klein-Wiesenberg und er war so begeistert von der Idee, dass er uns erzählt hat, die Schnellbahn wird 50 und ob wir denn nicht bereit wären, einen Film zu machen. Wir haben das überlegt und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, das mit den Studenten im Rahmen einer Lehrveranstaltung zu tun. Das ist passiert, die besten Aufnahmen sind im Film drinnen. Und sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Also ich ziehe mich da zurück, das soll das Publikum natürlich entscheiden. Ja, was kann man jetzt in der Ausstellung genau sehen? Ja, es ist aufgeteilt auf 8 Bezirksmuseen. Jedes Museum zeigt seinen Bezirksteil, die Entwicklung und den Bau der Wiener Schnellbahn ab 1955 bis zur Jetztzeit mit allen Veränderungen. Und jedes Bezirksmuseum hat noch ein Spezialthema dazu gewählt. In der Leopoldstadt haben wir Spezialthema die Fahrpläne. Bei uns gibt es alte Kursbücher, Fahrpläne, Bildfahrpläne, die Entwicklung davon. Andere Kollegen haben Fahrkarten, die Fahrzeuge der Wiener Schnellbahn oder auch Sicherungstechnik und Sicherungsanlagen, die sie als Zusatzthema gewählt haben. Und wer hat die Ausstellung jetzt hier so zusammengetragen? Grundsätzlich habe ich die Ausstellung hier so zusammengetragen, wie auch für die anderen Bezirksmuseen. Ich hatte da einige Kollegen, die mir mitgeholfen haben, in diesen Archiven zu stöbern. Wir haben dann die Fotos zusammengeschmissen und ich habe dann mit den Kollegen der anderen Bezirksmuseen die Ausstellung gemacht und das Layout der Tafeln habe dann ich gemacht. Und wie ich fertig war, den meinem Grafiker übergeben und der hat es dann gefinisht und dann ist es in den Druck gegangen. Es sind insgesamt 105 Tafeln in diesen 8 Museen zu sehen und unzählige Schaustücke. Und wie lange kann man die Ausstellungen jetzt noch besichtigen? Die Ausstellung kann man bis Ende Juni 2012 besichtigen in allen Museen. Und Juli, August haben die Bezirksmuseen geschlossen. Aber bis Ende Juni ist diese Ausstellung in allen Bezirksmuseen zu sehen. Wenn man diese Ausstellung komplett sehen möchte, sollte man durch alle 8 Museen wandern. Daher auch die lange Öffnungszeit. Und ich wünsche den Zusehern viel Vergnügen in den Wiener Bezirksmuseen. Dankeschön. Danke auch. Ja, die Kleinbahn gibt es im 23. Bezirk schon seit vielen Jahren und dadurch kam auch die Kooperation zustande und es wurde von einem Museumsmitarbeiter hier im Museum die Modellbahnanlage gebaut. Das waren zwei Brüder, ja? Die haben sich zerstritten. Ja. Und der eine hat die Kleinbahn gemacht und der andere die Modellbahn von der Firma Kleinbahn. Beide Herren sind schon gestorben, der eine ist in Konkurs gegangen. Die Kleinbahn existiert noch und wird von der Tochter des Ingenieurs Hans Klein geleitet, aus der Frau Angelika Pfneisel. Und die Firma ist nach wie vor im 23. In der Kataedergasse im 23. Bezirk. Unser 23. Bezirk besteht aus 8 Dörfern. Das eine Dorf heißt Atzgersdorf. Und warum da hier steht Atzgersdorf Mauer? Weil das Dorf Mauer an Atzgersdorf grenzt und früher die Haltestelle so geheißen hat. Der Zug fährt nach Liesing, auch ein ehemaliges Dorf,
das allerdings 1905 zur Stadt erhoben wurde. Und der 23. Bezirk ist der jüngste Bezirk von Wien, weil 1938 einverleibt wurde in die Gemeinde Wien. Und um zur Schnellbahn zurückzukommen, die ist ja nicht gleich von Beginn an. Die ist ja zuerst noch bis Meidling gefahren. Ja. Die Geschichte können Sie genau nachlesen, weil der Einstein hat schon gesagt, wenn ich was nachlesen kann, brauche ich mir nicht merken. Die Eröffnung war 17.01.1962. Ja, gefahren ist sie schon ab 1962. Dieser Raum ist eigentlich der Sonderausstellungsraum für Straßenbahn, Bus und Eisenbahn. Und da auf dieser Wand sehen Sie die Geschichte der Eisenbahn. Und da haben wir eigentlich jetzt demontiert die Geschichte von Straßenbahn und Bus, um für die Schnellbahn die Plakate aufzuhängen. Die werden jetzt bis Ende Juni hier hängen und dann kommt wieder die Geschichte von Straßenbahn und Bus in diesen Raum, sodass wir das wieder komplett haben. Ja, also darüber hinaus zu dieser Sonderausstellung gibt es für Studenten, für alle Interessierten auch die Möglichkeit, in unseren Archiv zu recherchieren. Via EDV-Erfassung gibt es auch die Möglichkeit, dann schnell gesuchte Bildmotive und schriftliche Unterlagen herauszusuchen. Und das kann dann eben digital verwendet werden oder auch in Kopie ausgehändigt werden. Die Öffnungszeiten sind noch, glaube ich, ganz interessant. Wir haben eben Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils am Vormittag geöffnet. Mittwoch und Samstag von 9 bis 12 und am Sonntag von 10 bis 12. We'll be right back.